Moin und willkommen mal wieder zum Link's Awakening Let's Play. Das ist jetzt sogar schon die 10. Folge. Also als ich das Ganze angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass das so gut ankommt. Ich möchte mich noch bei euch allen bedanken für die Unterstützung, vor allem an Casey, der wirklich sehr, sehr oft kommentiert und das freut mich natürlich immer enorm. Wie ich ja schon in der ersten Folge gesagt habe, ich bin noch nicht so sehr erfahren im Let's Play. Und bin natürlich über Feedback jeder Art immer sehr, sehr froh. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt in den nächsten Dungeon gehen, können wir uns auf jeden Fall jetzt langsam den Bogen kaufen und die Tauschquest etwas weitermachen. Also nicht das übliche Springproblem mal wieder. Also nicht sofort in den nächsten Dungeon reinsteigen, sondern mal ein bisschen, ja, die Story kann man ja schon fast sagen, voranbringen, ne? Hier brauchen wir das Armband. Unser erstes Ziel wird auf jeden Fall erstmal sein, ins Dorf zurückzukehren. Und dort dann den Bogen zu kaufen. Weil wir haben 999 Goldmünzen. Mehr, oder Rupien sind es ja, Entschuldigung. und mehr können wir ja eh nicht tragen. Deswegen lasse ich hier auch gerade alle mal am Wegesrand liegen. Eigentlich sehr komisch, ne? Irgendwie. Den kann allen Scheiß rumschleppen, was sau schwer ist und so weiter. Nur das nicht, aber ein Hotel. Ich will mich ja nicht beklagen. Und schwupps. Jetzt müssen wir hier nach oben und da ist der Shop, genau. Habe ich also richtig im Kopf gehabt. Och, nur 980, das geht ja noch. So. Pfeilebogen, nur 980 Rubine. Ja, 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 sicher. Vielen Dank und bis bald. Wunderbar. Können wir wahrscheinlich gleich noch ein paar Pfeile kaufen. Dass wir welche auf Vorrat haben. Ja, kaufen auch. So. Und damit haben wir uns das quasi erkauft, dass wir das ganze Spiel nicht Dieb genannt werden, sondern mit unseren angestammten Namen. So, nächstes Ziel ist jetzt den Brief abzuliefern. Den seht ihr ja neben den Muscheln. Und zwar sollten wir ja den Dr. White abliefern. Und der ist ja an den Bergen da oben. Deswegen denke ich mal, ist hier so der schnellste Weg dorthin. Bin mir gar nicht so sicher, wo genau der war. Deswegen müssen wir mal gucken. Also hier war auf jeden Fall die Hexe. Ich meine, das war dann hier lang. Ja, da hier nach oben auf jeden Fall, denke ich. Weil sonst kommen wir ja links wieder in den Wald rein, wo wir uns natürlich vortrefflich ganz am Anfang verlaufen hatten. Ja, sieht schon. Heute bin ich hier falsch. Ja, ich muss. Genau, da links war das Haus, glaube ich. Gut. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich mich verlaufen habe. Müssen wir wohl auf jeden Fall. Doch zurück in den Wald. Ach, es wäre auch langweilig, wenn ich sofort alles mal wüsste, oder? Zumindest bilde ich mir das ein. So, jetzt futsch. Und hier einmal rüber. Genau, da müsste er drin sein. Ja, wunderbar. Was ist das? Ein Brief? Für mich? Schnief. Ja, das ist ja toll. Und sieh doch, mit einem Foto. Ja, das kann ich jetzt schon sagen. Das ist nicht die Christine, das ist Prinzessin Peach. Auch wieder ein netter Gastauftritt mal wieder. Sie ist ja so hübsch. Warte, ich muss dir irgendetwas für deine Mühe geben. Moment. Dieser Besen ist alles, was ich habe, okay? Okay. Aus Dankbarkeit hast du von Dr. White einen Besen erhalten. Wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht. Naja. Lustiger Funfact, Dr. White meine ich.
hätte doch einen Gastauftritt in der Super Nintendo-Version von SimCity. Da habe ich auf jeden Fall das Spiel auf jeden Fall bei mir noch zu Hause rumliegen. Da bin ich auch schon nebenbei an die Recherche, ein bisschen für die Fakten und so weiter. Wann ich den Test jedoch rausbringe, kann ich nicht genau sagen, aber er wird, denke ich mal, so in den ersten, nächsten ein, zwei Monaten herauskommen. Zwei Super Nintendo-Titel habe ich schon in der Pipeline und getestet. Die werden jetzt, ja, werden jetzt bald erscheinen. Also kleine Erklärung, ich versuche immer so ein bisschen im Voraus zu produzieren, falls man denn irgendwie krank wird und so weiter, dass man immer was auf Vorrat hat, ne? Bonjour, mein kleiner Struppi, bla bla bla, ja. Also ich suche jetzt da, wo der Besen hingeht, weil ich meine, irgendwo hier im Dorf bräuchte eine Frau den Besen. Ich weiß es leider nicht, ob es in diesem Dorf ist oder im Zoodorf. Deswegen muss ich jetzt erstmal kurz alles ablaufen. Hat der das? Wie soll ich es sagen? Aber könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint Urira sehr schüchtern. Passiert denn was Neues, oder? Versuchen wir es mal. Tut, ja, hier Urira. Interessierst du dich neuerdings für Musik? Dann solltest du den Froschbad im Schilderwald besuchen. Für viel Geld bringt er dir vielleicht einen neuen Song bei. Tschüss! Okay, das können wir uns erstmal sparen, weil viel Geld haben wir gerade mal nicht. So, das war der Shop, da auch nichts. Genau, also um da zu bleiben, wieder zum Thema zurückzukommen. Ich versuche mal so ein paar Videos vorzuproduzieren. Ich versuche es immer so, dass ich quasi zwei Wochen schon mal das Material habe. Das beruhigt mich auch einfach so ein bisschen. Wie gesagt, falls man mal krank wird oder ähnliches, ne? Vielen Dank nochmal, danke! Kein Problem. Ich kann meine Fehlinge immer noch nicht auseinanderhalten. Ja, das ist natürlich nicht ideal. Der war es wahrscheinlich doch im Zoodorf. Auf jeden Fall. Deswegen kann ich auch immer so schnell Bonusfolgen raushauen. Wenn ich mir wieder was auf dem Kanal zu feiern habe. Hier ruht der Vieh in der Gocke. Ich meine, man müsste irgendeine Melodie spielen, damit er aufwacht. Ich weiß nicht, ob das die hier war. Nee, offensichtlich nicht. Gut. Dann kriegen wir die erst später. Und deswegen ist auf jeden Fall SimCity in der Planung, wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ihr das denn seht. Ich warte auch auf jeden Fall noch, ich habe es ja schon auf Twitter angekündigt, ich habe mir diese optische Super Nintendo Maus von Hyperkin geholt. Für 20 Dollar mit plus 5 Dollar Versand. Also ungefähr 20 Euro. Klar, eine gebrauchte Super Nintendo Maus, eine alte, die kriegt man natürlich jetzt schon günstiger für, keine Ahnung, ja, eine gute vielleicht so um 10 Euro. Aber es sind halt alle noch diese alten Mäuse mit einem Ball drin. Das hier sind die ungenau. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die ist. Oh, ein neuer Besen? Für mich? Er ist doch für mich, oder? Klar. Danke. Ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kern am Fluss gefunden habe. Ja, sehr schön. Das war mein Angelhaken. Soweit ich weiß, müssen wir da jetzt zu einem Angler. Und der Angler war irgendwo unter einer Brücke auf jeden Fall. Deswegen... Lass uns hier mal links in den Fluss gehen und hochschwimmen. Ich bin mir nicht gerade sicher, wo die Brücke ist, aber werden wir wahrscheinlich am Fluss finden. Also, was habe ich mir diese Maus gekauft? Ich pfeife immer wieder ab, entschuldigen. Genau, und da möchte ich natürlich dann damit dann auch SimCity testen. Ah, das könnte die Brücke sogar sein, wo der ist. Können wir mal bei den Kollegen hier vorbeikommen? Kann ich hier runterspringen? Ja. Da ist er. Ich habe nämlich auch schon den einen Lemmings 2 Teil für Super Nintendo. Habe ich den Test auch schon vorbereitet. Ich komme mit dieser Steuerung mit dem Gamepad aber leider nicht ganz zurecht. Deswegen will ich da lieber auf die Maus warten.
Oh, ist das jetzt doch nicht etwa mein Angelhaken, was du da in der Hand hast? Oder? Den solltest du mir geben. Du bekommst dafür meinen ersten Fang. Okay. Okay, Junge. Du musst mir nur die Daumen drücken. Okay, machen wir. Alle Daumen drücken. Heiliger Strohsack. Der ist ja riesig. Mann. Oh. Dein Angelhaken ist mit einem sexy Bikini-Oberteil. Wow, Sabba. Dieser Humor. Das würde man im heutigen Spiel echt nicht mehr haben. So, soweit ich weiß, bin ich doch beim Schwimmen irgendwo über eine Meerjungfrau gestolpert, die ihr Oberteil verloren hatte. Da ist sie. Das war natürlich sehr, sehr convenient. Ui, das ist es ja! Mein Bikini-Oberteil! Hey, gib es mir! Gib es mir sofort zurück! Ich gebe dir auch eine Schuppe von mir! Ja. Ist auch die schöne Option ja oder nichts. Hey, ich sagte eine Schuppe! Schon wieder taucht. Du hast eine Nixe in eine Schuppe gerissen und dir dafür das Bikini-Oberteil zurückgegeben. Wunderbar. So. Den müssen wir mal gucken. Dann war das doch, glaube ich, dass diese. Es gibt doch hier am Wasser diese eine Statue. Und der fehlt da eine Schuppe. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir denn da hin und die Schuppe. Das ist natürlich die große Frage. Ich meine. Mal gucken, ob die irgendwo verzeichnet ist. War die nicht hier irgendwo? Zwergenbucht. Zwergenbucht, ja. Ich meine, das war hier. Da so. Aber nun gut, schauen wir mal. Gucken kostet nichts. Können wir da am besten hin? Können wir irgendwo an Land? Nee, da komme ich ja her. Sollte nicht zu viel labern, denn verschwimme ich mich immer. Ach, die nächste ist ja weg. Schade, oder die Meerjungfrau. Ah, da ist sie. Dachte, hätte sich jetzt komplett verabschiedet. Meine, das war hier unten irgendwo dann. Aber, schauen wir mal. Doch, die wäre hier irgendwo. Da ist sie. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Gibt ja eindeutig einen Weg davon von rechts da irgendwo. Also müssen wir theoretisch denn hier ein nach unten und rüber. Da kann man auch nicht weiter schwimmen. Also müssen wir wahrscheinlich einmal ganz rum. Und denke ich mal vom Zoodorf aus. Denn es ist da wahrscheinlich jetzt klüger, wenn wir jetzt einfach nach oben gehen und uns mit den Teleporter denn dahin katapultieren lassen. Oje. Oje, oje. Jetzt nerve ich euch wieder mit nervigen Gepiepe. Ob wir einen Gegner finden. Ja, sehr schön. Gerade gefreut, dass das Gepiepe aufhört und schon fängt es wieder an. Herrlich. Und schöne Ruhe. Gut, ich glaube mittlerweile vom Weg her wäre das jetzt fast gleich gewesen. Oh, das war hier doch oder nicht? Ich wollte schon wieder an meinen Fähigkeiten zweifeln, mal wieder. Ne, da wollen wir nicht hin. Obwohl, könnten wir bei Gelegenheit jetzt irgendwann nochmal hin,
um diesen Song zu lernen, wo wir die Flöte nicht hatten. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob man das jetzt unbedingt brauchte oder nicht. Ob hier irgendwo ein Herz drin ist. Da scheint es auch keinen Weg zu geben, ne? Eingang zur Durstwüste, ja. Da waren wir schon. Wie kommen wir da hin? Also hier eindeutig nicht. Aber Sudorf hatte ja noch einen seitlichen Ausgang. Dann würde ich fast da sagen. Endlich kein Gepiepse mehr. Ach, mein Gegner drunter. Ja! Hier ist ja alles ein Gegner. Schlimm. Und da kann ich ja jetzt mit unserem neuen Spielzeug rüber. Kann ich auch den Bogen benutzen, um den da genau wegzukloppen. Zack. Als ob das auf uns gewartet hätte. So. Du hast die fehlende Schuppe in die nächste Statue gesteckt. Okay, ein Geheimgang. Und da ist das Ende der Tauschquest. Die Lupe! Jetzt kannst du Dinge sehen und lesen, die vorher unsichtbar waren. Herrlich. Ah, sie waren gerade aber nicht da. So, wenn mich nicht alles täuscht, können wir uns damit jetzt den Bumerang am Strand holen. Dazu müssen wir ihn einmal zurück. Ja, komm her. Das ist doch hier. Ja. Immerhin Pfeile, aber ich glaube, da habe ich noch genug. Ja, okay. So kann das Piepe auch aufhören, ne? So, speichern und weiter natürlich. Diese Ruhe immer. Da weiß man auch immer erst zu schätzen, wenn das nervige Gepiepe endlich aufgehört hat. Ja. Na. Soweit ich weiß, ist das jetzt auch das Ende der Tauschquest. Und dass da jetzt keine neuen weiteren Abschnitte mehr kommen. Ich habe die ehrlich gesagt etwas länger in Erinnerung. Die kommen mir jetzt so kurz vor. Kann natürlich sein, dass man das heutzutage ja immer auch noch gut nachlesen kann, was nächstes zu tun ist. Also, als ich das damals hatte. Ich habe mich da stundenlang irgendwelche Sachen gesucht und irgendwie versucht zu hinzukriegen. Also ohne das Internet war man damals echt schon aufgeschmissen. So, jetzt müssen wir zum Strand. Da dürfte der kürzeste Weg sein, dass wir über das Dorf gehen. Wie man sieht, unsere Rubine, die vermehren sich nicht gerade. Flups. Aber so gesehen haben wir jetzt das mit der Tauschquest quasi durch Zufall ja perfekt getimt, weil wir brauchen ja den Enterhaken. Und den Enterhaken, den haben wir jetzt gerade erst bekommen. Also unbeabsichtigt ideal getimt. Früher hätten wir das jetzt echt nicht haben können. Ja, stimmt. Ja. Oh, hier ist Schild, stimmt. Boink. Was soll das hier eigentlich sein? Das habe ich schon immer gefragt. Ich dachte immer, es wären irgendwelche Früchte oder sowas, aber. Sehr seltsam irgendwie. So. Der war nämlich vorher nicht da.
Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mir mit dir gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Okay. Das steht. Ach, das können wir uns ja wieder kaufen. Ist ja kein Problem. Hast du nichts anderes für mich? Was fehlt dir denn? Namen? Oh, keine Ahnung. Bomben? Letzte Nacht hat das Meer etwas angespült. Tausche mir das gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Ja, hast du nichts anderes für mich? Hä? Was will ich denn haben? Vielleicht das Pulver? Genau, das kennen wir schon. Okay. Dann weiß ich auch nicht, weil die anderen Sachen sind definitiv nicht tauschbar. Dann brauchte man da doch noch etwas anderes. Naja, dann muss ich für die nächste Folge mal recherchieren. Kommt her. So, und zwar müssen wir jetzt zum Schilderwald. Der Schilderwald ist, wenn ich mich nicht komplett täusche. So, nicht wundern, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, wo wir hin müssen, bevor ich hier jetzt noch länger durch die Gegend irre. Und zwar müssen wir vom Fischmaul erstmal nördlich und dann treffen wir auf den Uhu wieder, der uns dann entsprechende Instruktionen gibt. Das können wir auf jeden Fall in dieser Folge noch erledigen. Oh, jetzt kommt wieder mein Killersprung. Ja, herrlich. Schaffe ich es gleich beim ersten Mal. Und flupp, hey! Nicht ganz so inkompetent, wie ich dachte. Ach, ich war doch eigentlich nördlich, ne? Hätte der ja eigentlich der Kollege auch sein können. Geh jetzt hier mal durch die Höhle, weil durch den. Durch den Fluss ist das irgendwie. Von der Dauer her wäre es wahrscheinlich jetzt gleich lang gewesen. Was haben wir hier? Zoodorf, Zwergenbucht. Was ist eigentlich hier drin? Wo komme ich hier raus? Okay. Hier wollte ich, glaube ich, nicht wirklich hin. Also nördlich von Dings. Ist das nördlich hier? Dann müsste ich ja. Ja, geht das ja gleich wieder verrecken. Nachgucken, ihr riecht jetzt rum. Ja, das ist hier. Haben wir schon mal? Ach, hier können wir noch den Trank kaufen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, das ist jetzt der Mischebasser. Ich glaube, 9 haben wir, ne? Noch nicht so viel. Oh, die erste Lohne können wir kriegen. Ach. So wenig haben wir gar nicht. Also, Freunde, wo müssen wir hin? Hier waren wir ja schon. Elementar. Hier war ich ja schon überall. Hier kann es ja nicht sein. Das haben wir hier schon erledigt. Nördlich von Dings. Oder einfach hier im direkten Feld nördlich. Oh.
ist hier denn exakt nördlich? Also hier in eine runter theoretisch. Dafür sie die Insel retten soll, verstellen sie hier aber. Ich sehe gerade, wir sind von der Zeit her aber eh quasi durch. Es war jetzt eine etwas kurze Folge dieses Mal, aber ich würde sagen, wir machen mal hier einen Cut. Ich recherchiere fürs nächste Mal auf jeden Fall nochmal ganz genau, wo wir hin müssen und so weiter. Und dann steigen wir in der nächsten Folge wieder kräftig ein. Danke fürs Zuschauen, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.